Bab, blub, blub, blieb, blub. Wir sind live. <laughs> äh, ja, äh, Hallöchen für die Leute vor Ort natürlich und die Läufe live. Wir haben gerade noch ein kurzes Problem mit dem Boxen, was wir parallel lösen werden, aber Martin kann ja schon mal ein bisschen gleich anfangen, muss ein bisschen lauter reden für Leute vor Ort. Ich schätze, das kriegst du hin mit deinem Organ. <laughs> ähm, wir haben angefangen jetzt erstmal mit Sony. Martin krolop eingeladen, damit er ein bisschen was zeigen kann, weil er sich mit den Kameras einfach sehr gut auskennt. Und das Ganze natürlich im Rahmen eines Porträtshootings, damit auch ein bisschen was passiert. Im Anschluss dieses Formates vom ersten Block ist auch noch ein Live-Shooting. Das heißt, wer wirklich Interesse hat, auch mal mit Blitzanlagen zu arbeiten, kann hier bleiben. Wir werden das Ganze so ein bisschen durchwechseln, dass jeder mal ein bisschen fotografieren kann. Sender sind alle für da. Außer für Pentax haben wir leider keinen, Empfänger mehr, äh, keinen Sender mehr bekommen. Das tut uns sehr leid, aber alles andere haben wir abgedeckt und wird dann auch funktionieren. Ich würde sagen, ich übergebe es erstmal an dich und kümmere mich eben noch um die restliche Technik, dass das jetzt auch weiter funktioniert. Da ist Kamera und da ist Kamera. Genau. Oder? Zwei Kameras und hier sind ganz viele Augen. Hallöchen. Boah, ähm, das ist irgendwie so ungastlich hier. Ne? So, als ob ich im Zoo wäre. Wir machen das... Da äh, müssen wir direkt mal auflösen. Hier, kann man das wegmachen? Ich komme mir so eingesperrt oder so begafft vor. Ja, der muss auch, ja, achso, hier, so geht's. Bam! Hier, nieder mit den Mauern. Zack, viel schöner. Ähm, ja, ich bin jetzt hier um ein paar Minütchen über, über Porträtfotografie und. Äh, ein paar wirklich wichtige Tipps und Tricks zu reden. Ich mache das mit einer Sony-Kamera, in dem Fall habe ich jetzt eine Alpha 7 R4 dabei. Die 7 R5 hatten wir für ein paar Tage und ich muss sagen, das ist eine der wenigen Kameras in den letzten Jahren gewesen, wo ich wirklich sehr reumütig das Ding wieder eingepackt habe und zu Sony zurückgeschickt habe. Ich weiß nicht, hat fotokochen eine 7 R5 hier? Ihr habt eine hier? Passt gut drauf auf. Ähm, um aber bei der Sache zu bleiben, die Verbesserungen jetzt zum Beispiel bei der Kamera. Um die soll es jetzt nicht zwangsweise nur gehen, weil eigentlich Porträtfotografie seit vielen Jahren von sehr vielen anderen Aspekten abhängig ist als nur von der Technik. Ähm, und ich würde gerne mal mit einem ersten Tipp anfangen, Porträtfotografie technisch. Wobei Achtung: Wer kennt mich schon oder hat mal irgendwas von mir gesehen oder wer ist hier nur ein Opfer, was vorbeigerannt ist und gerade denkt, was ist das für ein Depp? Okay, das waren zwei Fragen, wo man nicht. Also wer kennt mich schon? Hände hoch. Okay, und wer ist hier so ein Opfer Depp Martin? Wer spricht hier? Okay, puh. Okay, okay. Alles gut. Also kurz zu mir. Ich habe äh, vor vielen Jahren, jetzt 15 Jahren fast angefangen äh, zu fotografieren und habe dann irgendwann mein Jurastudium beiseite gelegt und habe dann gesagt, ich werde Fotograf. War eine sehr dumme Entscheidung. Aber jetzt bin ich drin und jetzt ziehe ich es durch, bis ich irgendwann als Fotograf sterbe, hoffentlich. Ähm, und ähm, ich bin halt auch autodidakt. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Ich habe mir das selber beigebracht mit sehr vielen Höhen, aber auch sehr vielen tiefen Und ähm, ich will so ein paar Tipps und Tricks heute hier erzählen, die mich früher hätten sehr viel weitergebracht. Ähm, und ein erster Tipp ist eigentlich schon hinter mir zu stehen äh, zu sehen, es ist dieses Stativ hier. Ähm, wer jetzt nachher fragt, was es ist, ich will jetzt hier keine Werbeveranstaltung draus machen, gibt es wahrscheinlich von jedem Hersteller in gewisser Weise unterschiedliche Stative, die dieses Kriterium erfüllen. Aber das ist jetzt hier gerade eine solide, schwere Kombo. Das ist wie gesagt gecaged mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Anbauten, damit man auch Hochformat fotografieren kann. Hinten noch ein Sony NPF mit dem ganzen Monitor dran. Das ist keine kleine Kombo. Aber was dieses Stativ so besonders macht, ist, dass die hier eine Friktion haben und dass man die Friktion so fein einstellen kann, dass eigentlich jegliche Kamera Wichtigkeit in jeder Position fixiert werden kann. Und warum ich das als Tipp zum Porträtfotografieren nehme, ist ganz einfach. Ich finde, beim Porträtfotografieren wird, kommt oftmals sehr viel Hektik auf. Es gibt noch da was zu tun, hier mal einen Kaffee zu trinken oder vielleicht eine zu rauchen. Und ich habe immer das ge ge Gefühl gehabt, dass meine Fotos nach einer kleinen Pause nicht wirklich... Besser wurden, sondern erst mal wieder kurz schlechter wurden, weil ich erst mal wieder finden musste, was, was habe ich eigentlich gerade gemacht. Und das Fotografieren von Stativ ist für mich eines der wichtigsten Tipps überhaupt, um eine gewisse Ruhe reinzubekommen. Das war früher sehr viel schwieriger. Hände hoch, wer kommt aus Zeiten von DSLR-Fotografie, also das, wo man durchgucken kann? Okay, dann kennt man sicherlich noch folgende Bewegung. So anfokussieren, piep, piep, schwenken, auslösen. Anfokussieren, schwenken und auslösen. Man hat die ganze Zeit irgendwie so gemacht beim Fotografieren, weil man immer irgendwo anfokussiert hat mit dem Punkt gehalten hat in der zeit hat sich meistens das modell bewegt man selber hat sich bewegt und dann hat man gedacht die kamera ist unscharf aber in wirklichkeit hat man sich einfach zu viel bewegt und ähm, man hat die ganze zeit irgendwie okay, ja. bewegung drin gehabt bei den aktuellen kameras ist es gar nicht mehr der fall da ist eigentlich völlig egal wo das auge genau. oder wo das gesicht ist die kamera macht das schon selber scharf und hat auch damit gar kein problem. Früher wäre die Arbeitsweise von Stativ her sehr, sehr, sehr schwierig gewesen, weil man ständig das Stativ hätte bewegen müssen. So oh. kann man jetzt wirklich hingehen und sagen: Okay, ich will meine Kamera so oder so eingestellt haben. Und jetzt kommt es. Ich meine, wir haben hinten die Helena sitzen, die gleich als Opfer fotografiert wird. Ähm, aber ich mache ja auch sehr viele Porträts von Menschen, die jetzt nicht zwangsweise in ihren besten Jahren äh, schönheitstechnisch sind oder genauso gesegnet wie Helena mit ihren Genen sind. Und der, das, das, der Punkt dahinter ist, mit vielen Leuten muss man sich halt extrem unterhalten beim Porträt fotografieren. Bedeutet, eine Hauptaufgabe bei der Porträtfotografie ist was beim Fotografieren? gar nicht das Auslösen, es ist das Reden. Aber wenn man die ganze Zeit eine Kamera in der Hand hat, ich bin zum Beispiel ein Hasser des 70-200. Also 70 200, diese große Tüte, ich hasse sie, weil man muss sie eigentlich immer mit was? Mit zwei Händen anfassen. Und jetzt, wenn ich will, ich einfach mal stehen und entspannt reden, dann hatte ich dieses dies, dies Mega-Ding in der Hand, das drückt mich die ganze Zeit runter, ich bin am Arbeiten, dass ich das überhaupt hochhalte Na, und eigentlich. ich kann mich gar nicht in Ruhe konzentrieren. Also, geht aber. Und das, was wir jetzt hier gerade merken, ist, ja. die Kamera steht, ich, ich aus, bin aus. jederzeit in der Lage, so ein bisschen die Kamera auch neu zu justieren, aber ich habe was komplett immer frei und das ist der Grund... Der, 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 die Basis für ein porträt fotoshooting Eine Basis für ein porträt fotoshooting ist nicht, dass der Fotograf die Kamera die ganze Zeit in der Hand hat und von links und rechts springt. Auch Fotografin übrigens. Ne? Wir wollen Fotografinnen. Ähm, wir wollen da eigentlich eine Kommunikation herstellen. Und ich baue das Ganze mal auf, da kommt man ein bisschen nach vorne. Und jetzt kommt schon der nächste kleine Tipp. Ich fange eigentlich immer, einfach mal nach vorne gucken, ich fange immer in Augenhöhe an zum Fotografieren. Also nur mal ganz kurz hier gesagt, das ist komplett offen, das Stativ. Ne? Man sieht hier, die Stellschraube ist komplett offen. Ich kann trotzdem die Kamera mit einer Hand jederzeit bewegen und sie bleibt stehen. Und es ist wirklich so stresslos, dass man mit einem Finger machen kann. Warum fange ich in Augenhöhe an? Wir springen wieder zurück. Habt ihr schon mal den Spruch gehört auf Augenhöhe? Was bedeutet denn, wenn ich auf Augenhöhe bin? Nein, es geht nicht um Schärfe? Es geht auf Gleichberechtigung. Porträts haben ja immer eine Bedeutung. Ich kann ja jetzt zum Beispiel jetzt ihn fotografieren, von oben herab blickend. Was heißt denn von oben herab blickend? Ah, ist schon so ein bisschen... Ich mache ihn jetzt gerade zum kleinen Würmchen auf dem Boden und ich bin der Große, der runterblickt. Ganz im Gegenteil, die meisten Männer übrigens, bei äh, Selfies für Tinder und Co., die wollen immer ganz cool von unten fotografiert werden, weil sie natürlich was wollen? Die großen, mächtigen Kerle sein. Das heißt... Die Position relativ zur Augenhöhe ist eigentlich das, was, der, was dem Bild eine gewisse Wirkung gibt. Und anfangen tue ich immer auf Augenhöhe, damit ich erstmal keine besondere Bildwirkung reinmache. Weil die Frage ist: Was will man dem Foto denn eigentlich mitgeben? Will man sie jetzt so ein bisschen süßer machen, dann würde man was machen wollen? So ein bisschen von oben fotografieren. Will man sie ein bisschen erhabener, ein bisschen erwachsener, ein bisschen auch vielleicht auch, vielleicht auch unantastbarer machen, dann würde man etwas nach unten gehen. Und deswegen ist die Startposition immer die Augenhöhe. Und ich meine wirklich auch die Augenhöhe. Das heißt, man darf da auch, also es geht wirklich um Zentimeter. Ne? Die, die, die Mitte des Objektives ist sozusagen jetzt auf ihrer Augenhöhe. Man muss es nicht übertreiben, weil im Grunde genommen, weil im Grunde genommen ist es ja auch so, dass, okay, das ist ein deutlich anderes Bild. Ihr müsst ein bisschen bei den Monitoren aufpassen, gerade bei Fernseher, die haben nicht gerade die beste Blickneutralität von Seite und allem Möglichen. Also deswegen, der große Monitor, der ist sehr, sehr, sehr gut. Die äußeren finde ich so ein bisschen auf HDR. Also die finde ich so ein bisschen zu arg äh, hochgezogen vom, von den Tiefen. Aber egal, wir fangen auf Augenhöhe an. Ich kann jetzt hier nur Querformat fotografieren, weil sonst würdet ihr die ganze Zeit so gucken müssen. Deswegen bitte denkt einfach rechts und links so ein bisschen so einen Strich weg. Gut. Jetzt ist der folgende Punkt: Wenn ich jetzt hier fotografiere, dann kann ich jetzt schon entscheiden, möchte ich das Ganze so ein bisschen von oben da machen? Und jetzt, Elena, guck mal ganz kurz nach oben, dann gehen ihre Augen auf. Auch wenn, die, wenn das Kind sogar wenn das Kinn nach oben geht, werden ihre Augen was aufgehen. Das heißt, ich bekomme größere Augen. Wenn ich hingegen nach unten gehe und ich fotografiere sozusagen von unten hoch, dann werden ihre Augen was blitziger. Wie viel Änderung war jetzt gerade im Stativ? Also, wie viel habe ich es hochgefahren? 15 Zentimeter. Das waren maximal 15, 16, 20 Zentimeter, die ich bewegt habe. Und die beiden Bilder, die waren komplett unterschiedlich von der Bildwirkung. Einmal war sie mit gekniffenen Augen relativ arrogant, vielleicht sogar. Einmal war sie so ein bisschen süßlich mit offenen Rehaugen. Und jetzt muss man überlegen, wie kennt man das von Jeremy Snakes Topmodel, wie Porträts fotografiert werden? Der Fotograf? Und ich denke mir, immer, hä, was, was macht ihr da? So ein Dauerfeuer aus allen Ecken und dann irgendwie gucken, heute kein Bild für dich? Ich weiß nicht. Also ein bisschen komisch. Die Frage ist, solche Sachen sollten vorher geklärt werden. Und das Stativ bringt eine gewisse Ruhe rein. Also ich würde hingehen und sagen, Helena, ich finde heute so einen ganz neutralen Blick, nicht zu von oben, nicht zu so von unten. Vielleicht auch so ein bisschen weggedreht mit der Schulter. Das machen wir, ja. Dann kriegst, kriegst du die Jawline, also die Kinnlinie so ein bisschen rein. Dann habe ich hier die Hände frei. Versteht ihr? Selbst wenn Helena jetzt aufsteht und sagt, Helena, mach da nochmal hier irgendwie Nasepüderchen oder sonst was. Und sie steht auf, sie setzt sich danach wieder hin. Was ist komplett sofort wieder richtig? Die Position und alles. Ich kann euch garantieren, das richtige Stativ gerade in der Porträtfotografie macht so viel einfacher. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Neigern, die man, die man schließen muss und öffnen muss, sondern ich meine wirklich ein Stativ, was von der Friktion so einstellbar ist, dass man es, jetzt muss ich es bisschen mehr machen, dass man es sogar so hinpacken kann und es bleibt einfach. Jegliche Änderung, die ich mache, bleibt, aber ich kann währenddessen die ganze Zeit die ganze Zeit fotografieren und alles machen. Okay, das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp, was hatten wir uns aufgeschrieben? Autofokus, genau. Der zweite Tipp ist ich mache ja sehr viele, sehr viele, sehr viele Workshops und ich erlebe immer noch, dass Leute, selbst mit den aktuell tollsten, krassesten Kameras, also am Wochenende hatte ich jemanden, der hatte eine Alpha 1 und noch jemand, der hatte eine Z9 dabei und hat Spot fokussiert. Also Spot wäre, Autofokus funktioniert über zwei Dinge. Erstmal den jeweiligen Modus. AFS wäre Single Autofokus, das heißt ich fokussiere eine Stelle an, er hält sie, aber er verändert nichts mehr. Beim... Continuous wäre ständige Veränderung, ständiges Halten. Und A ist die Sony Standardkacke dazwischen. Da soll die Kamera machen, was sie denkt, was richtig ist. Was ich den schlimmsten Modus an der Moni finde, weil definitiv ist die Kamera dümmer als ich. Also, AFC, AFS. Heutzutage ist es eigentlich AFC und jetzt kommt es. Hier ist das Fokusfeld. Das erlebe ich so häufig. Dass hier mit diesem Spot-Modus gearbeitet wird. Das heißt also, ich habe einen Modus, den ich bewegen kann, dann über Touch und dann wird er teilweise in die Augen gelegt und bewegt. Und das braucht man alles gar nicht mehr. Ja, das braucht man alles gar nicht mehr, weil die Kameras so gut geworden sind, was jedenfalls die Autofokus-Technologie betrifft, dass ich wirklich komplett auf, in dem Fall bei Sony, breit fotografiere. Ich fotografiere breit. Hm. Komische Übersetzung, oder? Ja, check checkt nur ich den Witz, oder? Na, ja, egal. Hoffentlich, hoffentlich lacht das Internet jetzt darüber wenigstens. Ähm, also, was ich sage ist, liebe Kamera, such dir einfach irgendwo ein Auge und stelle es scharf. Und ich verstehe nicht, dass heute noch irgendwie so die, 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 die Sache ist, dass, dass, dass irgendwie man als Fotograf noch Augen erkennen oder Augen definieren muss oder irgendwie einen Fokus vorhin legen muss. Was ich glaube, was oftmals passiert, ist die Tatsache, dass mit diesen Kameras oftmals auch verbunden wird, dass sie scheinbar fehlerfrei wären und das sind sie nicht. Also, auch wenn in dem Fall Sony jetzt hier äh, mich eingeladen hat, zu Fotokoch zu kommen und hier was zu erzählen, keine Kameramarke macht keinen Fehler. Das sind Algorithmen, das sind Computer, auch die stürzen ab und haben, haben einfach Falschkalkulationen. Das muss man okay finden. Je besser die Kamera, umso weniger Fehler. Und Sony ist, was Autofokustechnik betrifft, in dem Falle sehr weit vorne. Aber auch da kann man Fehler erzeugen. Juckt mich aber gar nicht, lösche ich einfach. Was ich, aber, was ich aber hier beibringen möchte, ist, ich, ich fotografiere und ich habe den Autofokus auf AFC. Und was ich auch häufig sogar mache, ist, dass ich jetzt mit einer Fernbedienung fotografiere. Das heißt, ich habe hier einen Fernauslöser. Gibt es hier bei Sony so äh, Bluetooth gebundene, gibt es für die Action-Camps und alles Mögliche. Und dann stehe ich eigentlich hinter der Kamera oder sitze teilweise genauso hinter der Kamera, in, in dem Fall auch in Augenhöhe. Das heißt, ich gehe auf die gleiche Position der Kamera runter und dann würde ich jetzt mit Helena reden. Sie würde mir in die Augen gucken, manchmal gucke ich dahin, manchmal gucke ich hier und sage, Sa, was hast du heute Morgen gegessen? Hast wieder vier Eier gegessen zum Frühstück? Übrigens, langsam bin ich mehr im Fitnessstudio als du. Und ah. Ah. mein Personal Fitness Trainer. Ähm, habt ihr gerade mit? Habt ihr gerade Helle nach hinten gesehen? In der Zeit, wo ich über Fotokameras laber, da muss sie hart sich anstrengen, nicht wegzupennen. Ja? Ich meine, wie kann man, wie kann man jemanden quälen? Eine eine junge hübsche Frau, die von Fototechnik kein Interesse hat. Man erzählt über Autofokus im Sony-System. Ja, und ihr habt sicherlich gemerkt, dass ihr da hinten sitzt und denkt, ah, nicht einschlafen. So wie in der Schule früher. ah Gott, ich kann nicht einschlafen, nicht Augen, Augen. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen an die Kamera gegangen bin und nahe auf die Augenhöhe der Kamera gegangen, habt ihr gemerkt, was passiert ist? Plötzlich ist der Augenkontakt passiert. Und jetzt mache ich das mal andersrum. Habt ihr mal selber überlegt, wie das eigentlich für die Person ist, die man fotografiert, wenn mein Gesicht eigentlich ständig wo ist? Ich meine, jetzt redet eine blöde Kamera mit euch. Es ist zwar eine sexy Sony-Kamera, aber es redet immer noch eine Kamera. Also habt ihr mal überlegt, wie sich das anfühlt für die Person, wenn jetzt mein Gesicht weg wäre? Wie würde sich das anfühlen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn man zum Beispiel eine Kamera auf dem Stativ hat, dass man ab und zu nach oben kommt, dass man, dass man spricht. Dann kann man wieder kurz hinkommen kann man wieder, und dann kann man wieder nebenkommen. Das heißt, dieses Stativ, genauso mit dem Autofokus, ist eines der essentiellen Dinge um überhaupt gute Porträts zu machen. Weil wie definieren sich eigentlich gute Porträts? Ja, Lichtsetzung, ja, Schärfe, ja, Objektiv, ja, Kamera, ja, ja, ja. Aber, sind wir ehrlich, eigentlich wie die Person sich vorne fühlt, wie ich mit der Person vor der Kamera umgehe und wie ich es schaffe, dass sie sich wohlfühlt, ist im Ergebnis viel, viel wichtiger. Und wenn ich abgelenkt bin und meinen Kopf hinter der Kamera verstecke, geht es nicht. Das heißt, der zweite Tipp ist, Vertraut dem Autofokussystem einfach. Ich, ich gucke gar nicht auf die Kamera. Ich löse manchmal aus, mit dem Fernauslöse, einfach nur weil ich denke, oh, cooler Moment. Klack. Und da bin ich zwischenzeitlich so, dass ich erst anfange. Helena, mal kurz. Noch lebt sie. Wenn ich jetzt sie habe und ich sehe gerade, es ist ein schöner Moment, und jetzt guckt sie zum Beispiel mal ganz kurz hier zu mir her, dann ist es meistens so, wir können es mal gucken. Meistens beim Porträt versteifen Menschen, wenn sie in die Kamera gucken. Helena, guck mal bitte in die Kamera. Und ab jetzt gibt es irgendwann. Habt ihr gemerkt, dass es gerade eine ganz kleine, am Auge ganz klein passiert, dass es so zugegangen ist? Dann fokussiert man einen Punkt. Ihr könnt es mal selber überprüfen. Ihr guckt irgendwas an. Am Anfang sind eure Augen noch relativ normal. Und in dem Moment, wo sich die Augen gefunden haben, geht ihr über zum Stieren. Also so zu einem, zu einem Anfokussieren. Das heißt, was ihr eigentlich haben wollt, ist: Helena, guck mal in die Kamera guck mal auf das gelbe Hemd. Und jetzt guck zurück in die Kamera. Jetzt. Habt ihr gemerkt, es ist der erste Moment, der erste Moment nach dem erstmal Finden von dem Motiv. Danach könnt ihr eigentlich schon wieder weg. Also danach ist, ist vorbei. Dann verwandelt sich das in den, in den Stirn. Und das ist der Moment, wo halt eben Kamera und Technik zusammenspielen muss. Und das ist ein Punkt, der eben sehr, sehr, sehr aktiv und effektiv bei, bei Sony ist, weil die Kamera, ich habe es jetzt hier übrigens gerade, wie man sieht, bei Blende 1.2 stehen, ist so spritzig, spritzig ist jetzt auch wieder ein komisches Wort, aber ich finde, es beschreibt es sehr gut. In dem Moment, wo ich drauf drücke, muss das Foto da sein, weil wir selber am Monitor schon gesehen haben, wie die Stimmung eben so, das sind so, so Mikro-Mimiken, die sich plötzlich dann einfach verändern und dann ist vorbei. Das ist der zweite Tipp. Dritter Tipp ist, hier stehen super schöne Blitze. Er hat auch was geredet von, ihr könnt alle nachher mit Blitz fotografieren, könnt ihr nicht. Werden man nicht benutzen. Gibt keinen Blitz. Blitz ist out. Also ich benutze sehr viel Blitzlicht, aber in der Produktion, wenn es darum geht, tausend Fotos zu machen in fünf Tagen und sonst was, und da muss jedes und so, Produktion, alles okay. Outdoor-Blitzen, alles okay. Aber für Porträtfotografie ist es super, super, super scheiße. Nutzt kein Blitzlicht für Porträtfotografie. Erstens, Helena als Model ist gewohnt, wenn da Blitz macht, dann macht sie Blitz, dann post sie anderes Posing, dann Blitz, dann macht sie wieder ein anderes Posing, dann Blitz, dann macht sie wieder ein anderes Posing. Für sie ist dieses Blitzen okay, das ist Routine geworden. Aber jetzt greifen wir uns irgendwann mal so ein Opfer hier von der Straße, setzen das da hin und lassen es mal mit 600 Watt Sekunden anblitzen. Die Personen erschrecken oftmals. Und wenn es dann zu viel wird, dann, 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 dann kriegt man Epilepsie. und Also, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich habe einen Tipp mitgebracht. Boah, das ist aber jetzt eine strange Combo hier. Und zwar, ich habe hier ein, ähm, ein Dauerlicht mitgebracht von Godox. Aktuell 300, 600 Watt sind so die, die stärksten, sinnvollsten Leuchten, mit denen man riesengroße Lichtquellen füllen kann. Und auch da gilt es einfach wieder die Kirche im Dorf zu lassen, denn hier herrscht natürlich Licht. Eigentlich ist es eine riesengroße Softbox, wo wir hier gerade drin sind. Aber wie man sieht, 100% von dieser Softbox, die übrigens keinen Zwischendiffusor hat, was nicht gut ist. Ja gut, aber hat einen sehr dicken Frontdiffusor. Ähm, merkt ihr diesen Spot in der Mitte, wenn ihr reinguckt? Nix gut, nix gut. Was bedeutet, was bedeutet dieser helle Lichtspot in der Mitte? Wir bauen unsere auf. Foto Koch kann den Shit behalten. Ah oh, komm, also lustig. Nee, irgendwo, irgendwo in dem Haus steckt noch der Zwischendiffusor. Der Zwischendiffusor ist das Tuch, was nochmal hier reinkommt in die Mitte. Und was macht dieses Tuch? Das macht die erste Lage die Lichtquelle größer und dann wird sie noch mal größer und was auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, dass man eigentlich in so eine Softbox reinguckt. Ich meine, manchmal machen wir das absichtlich bei Produkten zum Beispiel, wo man starke Highlightings braucht, also Produkte, die sehr matt sind. Und die will man fotografieren und die müssen ein bisschen Tiefe, ein bisschen Kontrast bekommen. Da macht man teilweise absichtlich den Zwischendiffuser raus, weil dieses Licht, was sich da innen drin jetzt so aggressiv spiegelt, das findet sich dann auch nachher im Motiv wieder. Das heißt, das ist dieser Beauty-Dish-Effekt. Der Beauty-Dish-Effekt ist eine größere Lichtquelle mit einem härteren Kernlicht. Ist jetzt ein sehr Hardcore-Licht-Shit-Talk, aber einfach nur, um es mal gesagt zu haben, ist nicht per se böse. Aber für ein Porträt wollen wir eigentlich nur was haben, möglichst weich und groß. Und genau das ist der Punkt. Ich mache mal wieder aus. Ähm, erstaunlich, wie hell das Ding ist, ne? Also, muss man, einfach mal, muss man einfach mal sagen, oder? Also, hätte man das hier so erwartet, das sind jetzt ein paar Meter Abstand und das Ding macht einen fast blind. Und das ist eben Technik, die es vor drei, vier, fünf Jahren gar nicht gab. Blitze ändern sich eigentlich nicht mehr richtig viel. Die werden ein bisschen schneller, ein bisschen farbneutraler, ein bisschen leistungsstärker, Akkus. Dauerlicht, da gibt es gerade Explosionen der Entwicklung wie bei Computern 1995 oder sowas. Das heißt, die werden jedes halbe Jahr doppelt so stark und doppelt so gut. Das ist abstrus. Kauft nicht zu so teuer. Dauerlicht würde ich aktuell gar nicht teuer kaufen. Wir sind mal höflich und richten die nicht die ganze Zeit auf dich. Ähm, Dauerlicht würde ich gerade nichts teures kaufen. Und mit teuer meine ich halt die ganz krassen Markennamen. Godox finde ich deswegen bei Dauerlicht so gut, weil die vom Preis-Leistungsverhältnis einfach noch so sind, dass man eventuell in einem Jahr das wieder verkaufen kann und die nächstbessere kaufen kann. Wenn man so eine früher haben Fotografen Kredite aufgenommen für Studios, ne? Das waren wie Ärzte. Man hat so eine, seine Praxisausrüstung gekauft mit einem Kredit. Und so haben auch Fotografen ihr Studio ausgestattet mit dem Kredit und mussten dann 10, 15 Jahre arbeiten, bis sie den Kredit für die Studioausrüstung wieder abgezahlt hatten. Das kann man natürlich auch machen, aber dann kann man 15 Jahre was nicht machen? Mit der Technik gehen. Das heißt, ich würde... Oh, was habe ich jetzt angestellt? War die komplett neu? Oh, hat jemand komplett noch nie aufgebaut? Ach komm, dann nehmen wir die Halbkleine. Ähm, mal eine kurze Frage. Was Licht? Quellen betrifft. Wie groß ist diese Lichtquelle? 1,70 Meter Lass gut sein, wir nehmen die andere. Nee, alles gut, alles gut. So, jetzt nehme ich mal hier ein Opfer. Meine Hand ist wie groß? Hand. Siehst du die Softbox noch? Nein. Wenn er die Softbox nicht mehr sieht, heißt es, meine Hand ist für ihn gesehen. Was war größer gerade, meine Hand oder die Softbox? Hand ist größer als Softbox. Was steckt dahinter? Die Weichheit einer Lichtquelle, das heißt, wie schön die Schatten von hell auf dunkel übergehen, sagt man ja oft, hängt mit der Größe der Lichtquelle zusammen. Stimmt aber gar nicht. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Die größte Lichtquelle, die es überhaupt in unserem Sonnensystem gibt. Tipp, ist was? Sonne. Wie viele Meter hat die Sonne? Größe? Viele. Was ist denn die härteste Lichtquelle, mit der wir Fotografen und Fotografinnen nicht mögen zu fotografieren? Mittagssonne ohne Wolken. Daher wie kann denn die größte Lichtquelle gleichzeitig die härteste Lichtquelle sein? Weil die Sonne eben so weit entfernt ist. Das heißt, ein LKW, wenn der neben einem auf der Autobahn fährt, kann der ganz schön Angst machen. Ist ja 200 Kilometer weit vor einem und man sieht ihn kaum, dann ist er ziemlich klein. Und das, was ich gerade gezeigt habe, ist, dass die Hand größer war als die Softbox, relativ für ihn. Diese Softboxen, die hatten früher einen ganz besonderen Effekt und zwar hat man die für so Sets-Fotografie benutzt. Wer hat schon mal einen Ikea-Katalog gesehen? Da sind ja immer Betten und ganze Zimmer fotografiert. Wie macht man denn sowas, wenn man so ein Zimmer fotografiert, aber mit Kunstlicht ausleuchtet? Ich meine, wenn man jetzt hier die Lichtquelle setzt, dann ist er hell und er ist schon wieder dunkler, weil er weiter weg ist. Das heißt, man baut solche Lichtquellen an die Decke ganz weit weg und dann müssen die riesengroß werden und so weiter und so fort, damit man so ein Zimmer einheitlich belichten kann. Im Porträtbereich ist es aber so, dass man es oftmals gar nicht braucht. Warte, warte, Sondern was man braucht, ist eigentlich eine schöne Combo von der Größe. Und mit Combo von der Größe meine ich, je größer eine Lichtquelle ist, umso schwerer komme ich natürlich auch nahe ran, weil irgendwann. Irgendwann sehe ich ja selber nichts mehr. Ich bin der Meinung, einmal ein Meter ist so die perfekte Porträt-Softbox-Größe. Einmal ne? ein Meter, maximal. Was größer ist, ist so ein bisschen zum Angeben. So, die hat auch keinen Zwischendiffusor. Für die jetzt, oder was? Also, das ist jetzt eine offizielle Kritik an meinerseits. Er ist zu klein. Der geht. Ja, okay. Dann nehmen wir jetzt noch was. Anderes. Dann nehmen wir jetzt einen Schirm. Nee, Leute, also merkt ihr, in den Details steckt oftmals... Also, in den Details ist das... Das ist sinnlos, das hier zu benutzen. Für den Zweck. Ich leuchte gar nicht die richtige Fläche aus. Ich brauche gar nicht die große Softbox, wenn ich dann einfach nur mit dem Frontdiffuser so einen, so einen Spot hier durchsetze. Also, das, das ist unsinnig. Und deswegen... Schirme sind immer so meine Ersatzlösung für alles, weil Schirme günstig sind und eigentlich problemlos funktionieren. Schirme haben nur ein anderes Problem und zwar sind die halt indirekt und kommen gar nicht so nahe ran. Also, man sieht jetzt vielleicht hier, wenn ich jetzt den Schirm setzen möchte an Helena, dann muss ich schon wie das Licht setzen. Also das Stativ ist schon eigentlich direkt in ihrem Gesicht. Ja, also hier sieht man schon an der linken Seite das Stativ. Das Problem beim Schirm ist, der ist hinter dem Stativ. Das heißt, ich mache eigentlich eine große Lichtquelle und tue sie was? Wegziehen. Und da wir bei der Sonne gelernt haben, Entfernung ist nicht gut, machen wir genau das Gegenteil. Wir nehmen eine große Softbox oder Schirm und ziehen sie weg und machen sie wieder. Bedeutet, im Ergebnis wäre wahrscheinlich die Softbox, die da hinten liegt, weicher als der Schirm, weil sie viel näher rankäme. Wir können es immer kurz testen. Wir müssen halt Helena in der Hinsicht glauben. Helena, welche Softbox wirkt größer? Also welche Lichtquelle? Die hier oder die hier? Welche wirkt mächtiger für dich? Hier? Der Schirm. So, jetzt. Ja, welche wirkt größer? Nicht, welche ist größer? Das hier wirkt größer. Habt ihr gemerkt, weil ich viel näher rangegangen bin? Ihr könnt es sozusagen eigentlich mit, 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 mit fiktiven Linien machen. Das heißt also, die Linien führen aus dem Motiv und je näher rankommt, umso kleiner, wie so ein Keil, umso kleiner darf die Softbox werden. Okay, was wir jetzt machen ist, wir machen das jetzt an. Sie, das wird hell, Helena. Oh, das ist ein bisschen arg hell. Wir drehen mal ein bisschen runter. Die Geräte sind auch stufenlos einstellbar, was ich schön finde. Und jetzt kann man 500stel. So, guck mal nicht in die Richtung. Oder willst du lieber nach da? Ja, dann. Sie sagt, ihre Schokoseite ist die andere. Ganz klar, erkennt ja jeder. Ja, ja, ich weiß. Also, ich bin immer wieder erstaunt. Wenn jemand von euch, wenn jemand sagt, den ihr fotografieren wollt, meine Schokoseite ist, dann versucht er niemals gegen zu argumentieren. Das funktioniert nicht, ja. Ich meine, wir sehen gerade selber, wir müssten sehr lange suchen, um überhaupt eine Nicht-Schokoseite an ihr zu finden, aber das hat nichts mit Objektivität zu tun, das ist subjektiv. Sie hat gerade gesagt, das ist ihre Schokoseite. Das heißt, sie wird immer beim Fotografieren was machen? Den Kopf nach da drehen mir diese Seite präsentieren und wenn ich dann von da das Licht setze, dann leuchte ich eigentlich wo rein? In die Ohren und auf den Hinterkopf. Kämpft nicht gegen eure Menschen vor der Kamera. Meint ihr, ich krieg, der, der Krolob kriegt dann das geändert, was in ihrem Kopf da vorgeht über ihre Schokoseite? Nee, kriege ich nicht. Will ich auch gar nicht. Wenn sie denkt, das ist schöner, dann wandert das Licht auf die Seite. Punkt, Ausschluss, kein Kampf. Nächster Tipp übrigens. Und jetzt sehen wir schon, dass es ein wunder, wunder, wunderschönes Licht geworden ist. Und jetzt ist genau der Punkt. Jetzt geht es darum, das Ganze so ein bisschen zu 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 feinjustieren. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel jetzt einen Reflektor dazu nehmen. Das ist ein Silberner. Und ich kann, guck mal bitte weiter in die Richtung. Ich kann jetzt hier aufhellen. Magst du mal kurz halten? Ja. Danke, Johannes. So. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Aufhellungen finde ich persönlich gar nicht Aufhellungen müssen zum, zum Motiv passen. Und da wir beim nächsten großen Licht, ihr müsst, was ihr fotografiert, wie ihr fotografiert, und mit welchem Licht ihr fotografiert, abpassen. Es muss eine Kombination geben. Wir haben hier einen dunklen Hintergrund, wir haben ein Jeanshemd. Jeans ist was? Es ist ein Arbeiterstoff. Das war kein kein Beautystoff, das war ein Arbeiterstoff. Dann haben wir ein offenes Haar mit ein bisschen Ketten und wir haben wunderschöne blaue Augen und helle blaue Augen. Aber das hier würde funktionieren, wenn ich was machen würde, wenn ich zum Beispiel... Ah, ah, ah. Habt ihr gemerkt? Die Vignettierung nervt jetzt noch. Und ich würde wahrscheinlich noch Licht in extra einen Hintergrund werfen. Aber wäre der Hintergrund hell, dann würde der Reflektor funktionieren. Versteht ihr? Der Reflektor hält Schatten auf, dann darf ich aber meinen Hintergrund nicht komplett dunkel haben, weil dann arbeite ich eigentlich gegen den Bildlook. Das heißt, nur weil ich denke, die Augen könnten ein bisschen mehr Aufhellung vertragen, heißt es das nicht, dass ich es tun sollte, weil die Frage ist: lebt das Bild davon? Bitte wechsel mal auf schwarz. Wir fahren das wieder hoch. Wir gehen vielleicht noch ein Stückchen näher an sie ran damit. Kommen noch ein bisschen mehr von der Seite. So, jetzt hat er das Ganze ist auch eine Beschichtung, die heißt Black Hole. Funktioniert übrigens. Eine der, ganz kurz geben ruhig mal her. Eine der wichtigsten Beschichtungen, ihr dürft gerne mal antatschen. Sehr geil. Für Touchfetischisten echt gut geeignet. Das ist ein, ein Moltonstoff. Die Seite ist glänzend, das war die frühere schwarze, also so eine Gummibeschichtung. Aber die Gummibeschichtung, die reflektiert. Seht ihr es? Die, die wird grau. Seht ihr es? Die hier, die wird eigentlich ganz wenig grau und strahlt wenig ab. Wenn ihr irgendwo fotografiert und ihr habt hellen Untergrund, zum Beispiel am Strand, irgendwo wo Marmor ist, in der Stadt oftmals weißer, weißer, weiße weiße, Steine, dann blenden die oftmals von unten so stark, dass wenn man das drunter hält, die Leute endlich wieder gucken können. Das heißt, das ist Standard bei uns dabei, nur damit Menschen ihre Augen aufbekommen. Irgendwo, keine Ahnung, am Rhein, wenn dann Sonne ist mittags und du denkst, boah, ich kann nicht hingucken, das hier drunter halten nimmt die Reflexion weg. Aber was man natürlich auch machen kann, damit ist, man kann Kontraste verstärken ein bisschen. Und jetzt merken wir auch schon. Moment, du musst im Bildwinkel rausbleiben. Ja, genau. Ja, so. Ja. Und merkt ihr, wie viel besser, wie viel besser dieses Bild aussieht vom vom, vom Style? Komm ich auf meinen Finger? Ja, sehr cool. Kopf ein bisschen schräger. Ja. Und jetzt habt ihr sicherlich schon gemerkt, dass das ganze Bild stimmiger wurde. Achtet nicht so sehr auf die Monitore. Guckt mal hier auf den hollyland Merkt ihr, wie viel besser das aussieht? Viel kontrastreicher, viel viel aggressiver. Und da. Oh, Jungs, regt euch ab. Es gibt genügend Krieg auf der Welt. Jetzt kommen wir zum letzten Tipp. Und zwar: Ihr solltet heutigen Kameras auch die Möglichkeit geben, das Bild perfekt in der Kamera zu machen. Ähm, ich hatte einen Kollegen, mit dem habe ich letztens gesprochen. Kannst, ist okay, kannst laufen. Mit dem habe ich letztens gesprochen, der ist Hochzeitsfotograf. Und er hat gesagt, er kriegt ein großes Problem. Und zwar fangen die Hochzeiten an, die Bilder von den Freunden und Verwandten schneller zu bekommen als seine. Das heißt, sie schicken in der WhatsApp-Gruppe ihre iPhone-Bilder rum. Und noch an Tag der Hochzeit gehen die Bilder rum. Und die sehen gar nicht so kacke aus. Natürlich deutlich schlechter als sie, die er macht. Aber die kommen halt Wochen vorher. Und er meint, er hat langsam so, er sich die Problematik, dass er zu langsam ist. Er ist gar nicht zu schlecht oder sonst was, sondern die meisten Emotionen haben die Leute schon gepostet, haben schon rumgeschickt mit den F Bildern, die die Freunde und Verwandten gemacht haben. Und da er hat mir erzählt, dass er jetzt auch angefangen hat mit mir zusammen, also ich habe ihm damals schon vor Jahren das erzählt und mit ihm schon besprochen, dass er sagt, er fotografiert eigentlich Hochzeiten nur noch JPEG. Weil die Sachen, die er aus dem Rohr rausholt, Wochen später, die interessieren eigentlich gar nicht mehr. Er nimmt sich dann so ein paar Bilder raus, die so ganz besonders wichtig sind und die bearbeitet er dann. Aber eigentlich will er was machen mit den Bildern? Am gleichen Abend noch wegschicken. Und jetzt überlegt er sich gerade, wie er mit dem neuen Alpha ein Terminal aufbaut an der Hochzeit, wo er alle Bilder mit WiFi überträgt. Das heißt, er macht ein WiFi-Tethering an der Hochzeit und die Leute können sich dasselbe airdroppen. Auch geil. Also, jedes Mal, wenn er mit der Kamera in die Nähe von diesem Terminal hat, hat sich so einen Ständer gebaut und mit so einem Ding dort. Jedes Mal, wenn, wenn er in die Nähe kommt, schickt er die Bilder da drauf und die Leute können einfach sich direkt Bilder airdroppen. Wie geil ist das? Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier machen können. Denn was wir hier einstellen sollten an der Kamera, ist gar nicht so schwierig. Erstmal, wir sollten weggehen von diesem automatischen Weißabgleich. Wir können nicht die Kamera entscheiden lassen, was gut aussieht in puncto Farbe. Das müssen wir selber machen. Okay. Das zum Beispiel finde ich schon einen deutlichen Unterschied, weil ich die Warmfärbung schon mag. Und ich gehe so weit, dass ich sogar hier reingehe und so ein bisschen, und so ein bisschen diesen bronze braunton bekomme. Ähm, am besten hier drauf gucken, weil die Monitore zeigen nicht wirklich. Aber das sieht halt wirklich nach so einer, so einer Sonnenstudio-Werbung aus, wo richtig schöne Brauntöne in der Haut. Und jetzt geht man weiter und dann hat man diese Bildstile, die Kreativmodi. Und die bestimmen eigentlich, wie das Bild entwickelt wird. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel Vivid. Oder neutral, oder clear, oder deep, oder light, oder portrait. Ich bin kein wirklicher Portrait-Fan bei den älteren Sony-Kameras. Bei den neueren haben sie es sehr viel besser gemacht, weil zum Beispiel die Alpha 7 R5 wirklich Hauttöne erkennt und auch perfekt diese Hauttöne umgesetzt bekommt. Was ich hier mache, ist, ich gehe meistens in neutral und sage ein bisschen Kontrast hinzufügen und die Sättigung noch ein bisschen rausnehmen. Ah, so, 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 so. Jetzt ist es ein bisschen zu hell geworden, glaube ich. Gehen wir nochmal hier rein. Okay, guck mal auf meinen Finger. Kopf ein bisschen noch schräger. Und jetzt in die Kamera. Bisschen bisschen herdrehen zu mir. Ich brauche noch ein bisschen... Ja, äh, 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 äh. ja, sehr cool. Sehr cool. In die Kamera. Perfekt. Danke dir. Habt ihr gesehen? Äh, äh, land. Ich hätte nicht auf Play drücken sollen, doch jetzt kommt 4K. Könnt ihr mit 4K umgehen? Leute, vom Live-Schnitt. Hallo? Ja? Gut. Helena, ich mache jetzt hab jetzt Play gedrückt. Also du bist nur im Bild drauf. No Video Input. Kommt gleich, glaube ich. Jetzt kommt's hier. Ah, ich glaube, wir haben das. Äh, ja, vielleicht, die vielleicht die Funke dann doch nicht mit 4K, ne? Ich weiß aber nicht, wie ich es hier an der Kamera ändern kann, weil ich glaube, die gibt aus, was sie ausgibt. Egal. Du hattest mich beim ersten ja. Egal, wir sind durch. Das wäre eigentlich so mein fünfter Tipp gewesen, dass man eigentlich Bilder braucht, die direkt gut aussehen. Niemand will sich selber als, als, als RAW-Bild sehen, versteht ihr? Gerade bei so heutigen Kameras, 61 Millionen Pixel und dann schöner neutraler Weißabgleich, perfekt unbearbeitetes RAW, jeder Pixel, jede Pore, alles perfekt. Und wenn du eine Hautrötung hast, dann ist sie auch 100% von der Kamera aufgefasst. Ja, nicht gut. Also man darf gerne das Ganze ein bisschen verändern. Was ich mache ist, ich bin meistens 500 bis 600 Kelvin wärmer als die Realität. Das heißt, bei Wolke fotografiere ich mit Schatten, bei Schatten dann mit 7,2 mit oder sowas, bei Tageslicht fotografiere ich mit, mit Schatten, äh, mit Wolke. Also ich bin immer eine Stufe wärmer beim Porträt fotografieren, weil die meisten Menschen wollen was sein, keine Kalkleiste. Deswegen gebe ich denen immer ein bisschen Wärme mit beim Weißabgleich und ich mache immer ein bisschen Kontrast rein, das, was eben dem Raw fehlt, und Sättigung raus. Das heißt, es sieht einfach ein bisschen fertiger, ein bisschen perfekter aus. Und wenn die Leute sich dann angucken beim Fotografieren, dann sagen die auch... Oh cool. Das gleiche geht ja weiter, dass man zum Beispiel auch hier wunderschön schwarz-weiß fotografieren kann. Helena, guck mal kurz, kurz, her. Wir müssen einmal raus und reinschieben, glaube ich. Also es gibt wunder, wunder, wunderschöne schwarz-weiß Porträts, die man direkt in der Kamera aufnehmen kann. Und sind wir ganz ehrlich, also ihr dürft dieses Bending hier, müsst ihr mal so ein bisschen ignorieren, dass der Fernseher... Aber guckt euch mal die Hauttöne an und die, die, die Kontraste. Also sind wir ehrlich, das ist doch, wenn ich es jetzt anders haben will, dann will ich es vielleicht anders haben. Aber das ist jetzt nicht schlecht. Aber es ist direkt fertig. Und ich glaube, den Sprung, das ist die Arbeit für die nächsten Monate, die wir Fotografen und Fotografin machen müssen. Weil sonst werden wir gegen das Handy wirklich verlieren, weil das ist instant fertig. Und wenn wir es nicht schaffen, mit den Kameras bessere Fotos zu bekommen, und Sony, Nikon, kennen alle, geben uns die Möglichkeit, perfekte Bilder direkt aus der Kamera zu machen, dann werden wir da auch untergehen. Weil das einfach uncool ist, sieben, acht Wochen später zu, Bilder zu bekommen, die eigentlich fertig sein könnten. Ja? Gut, äh, willst du dich nochmal hinsetzen? Dann zeigen wir nochmal ein kerniges Männerbild. Ich bringe das Licht mal ein bisschen mehr zur Seite. Ja, so ein bisschen zur Seite bringe ich das Bild. Äh, das Licht, Entschuldigung. Ich hätte es jetzt angelassen. Ja, du hast... Hallo, du hast gar keinen Kontrast im Gesicht, dann lass mir doch ein bisschen Kontrast im... Der ist so fresh. Da gibt es keine Falten. Also brauchen wir Falten. Wir brauchen anders Falten. Jetzt ziehen wir wieder an hier. Naja, das macht schon einen Unterschied. Das ist Kontrast. Ne? Das, ist, das, sind, das ist Zeichnung, das ist Textur. Das macht ein Bild gleich direkt viel, 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 viel spannender. So ein bisschen ziehen wir jetzt rüber. Okay, guck leicht her zu mir. Guck auf den Finger. Perfekt. Habt ihr gemerkt, eigentlich ist Porträtfotografie, was Lichtsetzung betrifft, gar nicht so erheblich. Ich habe es beim Männerporträt ein bisschen nach außen gebracht, habe es herangeschoben, der Hintergrund wird dunkler. Bei ihr habe ich das Ganze ein bisschen mehr von vorne gebracht, weil ich einfach mehr in die Augen wollte, mehr ins Gesicht, mehr Beauty haben wollte. Das waren aber alles was... Oh, das waren sehr kleine Verschiebungen. Und jetzt denken wir zurück an die paar Zentimeter, die ich hoch oder runter gegangen bin, die auch einen extrem großen Unterschied gemacht haben. Das ist schon echt frappierend, was da, was da passiert. So Leute, das waren die wichtigsten portrait Das waren wirklich, was können wir nochmal zusammenzählen? Nummer eins war, Stativ nutzen. Weil, bringt eine irrsinnige Ruhe rein. Punkt Nummer zwei war, Autofokus einfach vertrauen. Die machen das schon. Und wenn es mal unscharf ist, dann ist es halt. Dann sagt man als Fotograf, ich habe keine unscharfen Bilder und löscht sie heimlich. Nummer drei, das Licht muss zum Motiv passen und man nimmt Dauerlicht. Halt. Nummer drei war man im dauerlich, weil es viel besser mit diesen spiegellosen Systemkameras handhabbar ist. Habt ihr gesehen, wie perfekt ich alles einstellen kann? Mit Blitzig wäre es eine Krux geworden, es wäre einfach schwierig geworden. Schwierig ist nicht per se schlimm, aber man muss es ja nicht, wenn es sich muss. Und dann, das Licht muss aufs Motiv passen. Man macht nicht einen Reflektor hin und hat ein dunkles Grundbild. Und Nummer fünf war man, was war Nummer fünf? Ach, JPEG. Ja, man macht den Look direkt in der Kamera fertig, kann direkt Bilder posten und alles fertig. Aus dem Aus perfekt. So, Leute, danke fürs Zuhören. Ich mute mich offiziell. Man kann jetzt gerne noch Fragen stellen. Ach so, welches Stativ und Kopf muss ich lesen? Stativ ist eigentlich völlig egal, das ist 0.55x pro B. Also 0.55 ist ja der Stativklassiker, kann man aber auch jedes andere nehmen. Der Kopf, das ist, glaube ich, die wichtige Sache. Der Kopf ist ein... BH02. Aber wie gesagt, ich glaube, ich würde mich da einfach mal erkundigen. Die größte Kamera mit dem größten Objektiv, was man hat, drauf tun und das muss es halten. Also das ist der, das ist sozusagen der Deal. Okay, wenn es jetzt Fragen gibt, gerne. Also im JPEG ist natürlich die Farbe raus, aber im RAW, im Raw wird nichts verändert werden. Das wird zwar mit gespeichert, also die ganzen Stile werden mitgespeichert, aber ähm, die Rohrdatei wird in der Hinsicht gar nicht verändert. Okay, also kann Kannst jederzeit rein und alles verändern. Deswegen finde ich es auch schade, dass man das eigentlich einfach mal probiert. Also ich finde es schade, dass man, dass, man, dass man das nicht macht. Wenn's ist, ja, warum nicht? Also selbst wenn es verlustbehaftet ist, man hat, wenn es fertig ist, dann ist fertig. Gehst mal kurz rein. Ja klar. Ja, wir brauchen dich gleich wieder, ne? Ähm, Kleinen so Garten, die so ein also, die Frage aus dem Chat, was halte ich von kleinen Lichtquellen? Ich persönlich gar nichts. In der Porträtfotografie ist das Blödsinn. Es sei denn, es sei denn man, man mag es, so ein bisschen Menschen zu entstellen. Also, nee, es funktioniert. Also, ich habe zum Beispiel letztens ein Bild gemacht von meinem Sohnemann mit so halloween kostüm und sowas. Da habe ich so kleine Spots gesetzt und roter Hintergrund und da und so. Das, das ist super lustig. Aber. Sind wir ehrlich, keiner von uns möchte mit so einer Lichtwelle fotografiert werden oder mit so einem Spot, wo jeder Falte und jede Das machen wir Fotografen gerne. Die Frage ist, wollen das die Leute, die wir fotografieren? Und wenn das halbe Gesicht voll Haare ist, dann mag es auch noch okay sein, aber das ist echt ja, dann funktioniert das, aber das ist wirklich die Ausnahme. Ich bin kein Fan davon. Man macht sich super schwierig. Das ist so ein Nasenschatten, der wirft dann hierhin einen, einen, einen Schlagschatten und wenn die Person auch nur so ein bisschen das, das, das Gesicht bewegt, dann ist der gleich komplett groß. Also es ist super schwierig zu handhaben. Es entsteht keine Fluss, keine, keine Entspanntheit beim Fotografieren. Es hindert wirklich sehr viel. Ja? Dann noch Kamera Objektiv, vor allem Objektiv ist das war jetzt 50er G Master, ne? also das äh, Kamera war 4, 7 R4 und 50er G Master, finde ich ehrlich gesagt so mein liebes Porträtobjektiv, weil ich dadurch sehr nahe bin. Ich versuche immer, jetzt dürfen wir es mal nicht machen, also äh, Corona immer noch, aber eigentlich die beste, die beste Entfernung ist so, wenn man sich normalerweise die Hände gibt. So und das ist so für mich das 50er. Also ich will nicht näher ran als ein Handschlag, ich will aber auch nicht viel weiter weg, weil dann wird es sehr unpersönlich direkt. Also ich bin kein Fan von 85 oder 105 für Porträts. Ich nutze sie auch gerne, aber ich bin halt kein Fan davon. 50er ist schon mein, mein, mein Fan-Objektiv. Ja, das, oh. also Rembrandt-Licht ist eigentlich relativ easy gesetzt. Das ist eigentlich genau das gleiche, was wir gemacht haben. Moment, ich zeige es mal ganz kurz. Also, das Interessante ist, das Interessante ist, ich habe hier eine ne, ne, ne Softbox, äh, einen Schirm. Entschuldigung. Und ich stelle jetzt mal hier die Kamera hin. So. Äh. So. Ich mache mal hier ein Foto. Und jetzt baue ich mal Folgendes um. Ich nehme den Schirm weg. Und drehe die Lichtquelle sozusagen. Und fahre jetzt die Lichtquelle einfach nur hoch und zurück. Also ich habe eigentlich der Schirm, ich habe die Achse entfernt. Also ich habe nichts gemacht außer die Lichtquelle kleiner und weiter weg. Und das wäre jetzt sozusagen sehr nah am Rembrandlicht. Man würde jetzt die Lichtquelle noch ein bisschen nach außen verschieben, so dass der Nasenschatten sich mit dem Seitenschatten hier außen verbindet. Und dann hätte man eigentlich das Rembrandlicht. Eigentlich habe ich Rembrandtlicht gesetzt, nur mit einer sehr viel größeren Lichtquelle, und damit habe ich das Rembrandtlicht eben zu einem schönen Rembrandtlicht gemacht. Also ich mag das nicht, ich mag dieses Dreieck nicht, ich mag auch diesen Schatten generell nicht, dass hier so ein Teil vom Gesicht komplett schwarz ist hier unten. Ich finde es super hässlich. Also ich wette, dass Rembrandt ein größerer Künstler als Krolop war. Das bestreite ich auch gar nicht. Aber ich muss nicht seiner Meinung sein. Wenn ich malen könnte, würde ich anders malen. So, nächste Frage, letzte Frage, vorletzte Frage, immer raus damit. Also das ist jetzt ein 300er Dauerlicht und das war jetzt, jetzt ist es bei 30 Prozent. Ich glaube, es war gerade bei 50, 60 Prozent. Ähm ich würde ich würde 300 als Minimum und Maximum vorschlagen. Also mit 300 hat man auch die Möglichkeit eine 1,50m Softbox so zu füllen, dass man jetzt nicht gerade bei 125. und ISO 800 fotografiert. Ich finde, es geht immer darum, dass man auch mit den Ergebnissen zufrieden ist. Man muss auch immer so fotografieren, dass man sagt, also das war jetzt ja ISO 100, aber ich glaube, ich habe davor bei ISO 200 mit einem 500. fotografiert oder sowas. Das sind ja noch wahnsinnig gute Werte. Wer jetzt aber hingegen auf Blende 2.8 geht, der wäre schon bei, der wäre schon, der wäre schon bei ISO 400. 400 und nochmal irgendwie noch ein bisschen längere Belichtungszeit. Dann wäre es schon wieder so ein bisschen unangenehmer zu fotografieren. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, dann hätte ich beim 2.8-Objektiv hätte ich 100% am Licht gemacht. Einfach um das letzte bisschen auch Qualität zu bekommen. Ich glaube, mein Akku ist durch. <laughs> Langsam. So. Es geht weiter. Noch eine Frage. Irgendeine Frage. Keine Frage. Gar keine Frage. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Helena gleich wieder da ist, kann man auch gerne noch mal ein paar selber Porträts machen. Jetzt ist auch vorbei. Oh, die Funkstörungen hier. Okay. Ähm, wir können dann entspannt noch ein paar Fotos machen. Wir machen das so, dass Johannes das dann sozusagen ein bisschen moderiert. Damit ich mag das nicht, wenn zu so viele Fotokameras auf eine Person gerichtet sind. Das machen wir, wenn dann einer oder eine alleine. Und dann gucken wir mal, wie wir durchkommen. Ähm, und wann Helena gehen muss. Und dann äh, kann ich ja noch ein bisschen Fragen beantworten. Ne? Ich danke fürs Zuhören. Schau ihr auch da draußen.